Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Märkte im Fokus Webinar. Wie jede Woche mit unserem charttechnischen oder unabhängigen charttechnischen Analysten Ralf Fayat. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier bei der Société Générale Experte für Zertifikate und Optionsscheine. Heute mal kein Thema, sondern Sie sind das Thema. Sie können Ihre Wunschwerte uns mitteilen. Am besten ein Wunschwert pro Person. Und Ralf wird dann ja im dritten Drittel des Webinars auf diese eingehen. Vorher erstmal wie gewohnt gibt es einen Marktrückblick, einen Marktausblick und ja, viele Charts und technische Analyse der wichtigsten Indizes, Rohstoffe und ja, was alles sonst so gibt. In diesem Sinne heiße ich ihn recht herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, Ralf. Ja, wie bist du so in die neue Woche gekommen? Ja, schönen guten Morgen, Holger. Danke für die Anmoderation. Ja, die Woche ist ja noch recht frisch, aber ja, bislang ganz gut. Ich habe auch eine Klimaanlage in meinem Büro. Werde ich wahrscheinlich dann diese Woche auch brauchen, wenn man den Temperatur- und Wettervorhersagen glauben kann. Ja, darf ich vorneweg wie immer einen kleinen rechtlichen Hinweis schicken? Diese Sendung dient ausschließlich Informationszwecken, stellt insbesondere keine Anlageberatung dar und Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Ja, kurzer Rückblick, wie immer, wir haben in der vergangenen Woche ja, deutliche Abschläge gesehen bei den Aktienindizes, insbesondere in Europa und beim deutschen Leitindex DAX. Wir sehen hier im Kursindex 3,4% Minus auf Wochensicht. Ja, was war der Grund für die Abschläge? Das waren wieder hochgekommene Zinssorgen. Wir haben ja, einen ziemlichen Sprung bei den Anleiherenditen gesehen, ein ja, technisches Kaufsignal. Ich kann ja mal kurz hier einen Vorblick auf die 10-Jahres-Rendite in den USA bringen, aber das Bild sieht auch ja, bei den deutschen Renditen nicht viel anders aus. Wir haben ja eine Konsolidierungszone hier zuletzt nach oben verlassen und dann zur Wochenmitte einen Ausbruch über diese korrektive Abwärtstrendlinie vom Oktoberhoch gesehen auf ein 4-Monats-Hoch und das hat dann doch auf der Stimmung gelastet. Ja, die US-Aktienmärkte haben sich in dieser verkürzten Handelswoche, wir haben ja hier einen Feiertag gehabt, den 4. Juli und ja, am Montag nur eine verkürzte Sitzung und ja, dafür konnten sich die Indizes dort noch relativ gut aus der Affäre ziehen. Wir schauen uns das nachher dann natürlich auch im Chart genau an. Es gab den ja, Fokus von der konjunkturellen Seite in der vergangenen Woche klar auf die Arbeitsmarktdaten, also insbesondere natürlich die Non-Farm Payrolls, die am Freitag veröffentlicht werden, in dem Fall eben für den Juni. Und ja, es gibt immer einen am Tag davor die Veröffentlichung des sogenannten ADP-Arbeitsmarktberichts, dem wird normalerweise nicht so viel Beachtung geschenkt, weil zumindest bis vor kurzem, da gab es eine Änderung der Kalkulation. Jedenfalls gab es da keine so große Korrelation mit den offiziellen Arbeitsmarktdaten. Deswegen haben die meisten Marktteilnehmer da nicht so drauf geschaut, anders in der vergangenen Woche. Denn da gab es einen ziemlichen Ausreißer nach oben. Also die ADP-Arbeitsmarktdaten kamen deutlich, deutlich besser als erwartet herein. Und das hat dann eben nochmal hier die Furcht geweckt, dass auch die offiziellen Arbeitsmarktdaten am nächsten Tag hier entsprechend eine derartige Überraschung bringen würden. Und das würde dann natürlich die Erwartungen weiter
steigern, dass die US-Notenbank hier weiter restriktiv vorgehen wird und die Zinsschraube weiter hier anheben wird. Das ist aber dann nicht so gekommen. Also die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag kamen tatsächlich schwächer als erwartet herein. Ich glaube, das erste Mal seit 14 Monaten, wo die Markterwartungen übertroffen wurden. Und das ist, glaube ich, eine Rekordstrecke gewesen. Und jetzt kamen sowohl die Beschäftigtenzahlen niedriger als erwartet herein, als auch, es gab Abwärtsrevisionen der beiden Vormonate. Ja, die separat erhobene Arbeitslosenquote ist zwar gesunken, das tat aber der Stimmung hier keinen Abbruch. Ja, wir haben dann auch von der konjunkturellen Seite Schwächesignale gesehen im Service-Sektor-Bereich mit Blick auf die veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes, jedenfalls aus China und der Eurozone. In den USA lag die Sache ein bisschen anders, da gab es eine positive Überraschung, aber eben in China und in der Eurozone gab es einen deutlichen Rückgang. Zwar sind die Einkaufsmanager-Indizes dort noch im expansiven Bereich, aber die Schwungkraft lässt jedoch deutlich nach. Und es war ja die jüngste Vergangenheit so, dass die Einkaufsmanager-Indizes im verarbeitenden Gewerbe schon länger im rezessiven Bereich waren, also hier eine deutliche Kontraktion angezeigt wurde und der Industrie-Einkaufsmanager-Index gilt als vorlaufender Indikator für den Service-Sektor-Bereich und da hat sich eben der Service-Sektor-Bereich lange Zeit dem entgegenstemmen können. Und da gab es eben jetzt einen deutlichen Knick nach unten. Also könnte durchaus sein, dass jetzt hier der Service-Sektor die Stimmung dort nachzieht und entsprechend also der Vorlaufcharakter des verarbeitenden Gewerbes hier nach längerem Timelag hier dann entsprechend zur Geltung kommen könnte. Also hier eben eventuell eine weitere Verschlechterung der konjunkturellen Perspektiven in der Eurozone. Ja, wir haben aber in den Rohstoffpreisen, wie man sehen kann, hier eine deutliche Erholungsbewegung gesehen. Also das ist also bislang zumindest auch wirklich nur als Erholungsbewegung auf die vorangegangene Schwäche hier zu bewerten. Wir schauen uns hier nachher dann auch Gold und Öl an. Bemerkenswert ist allerdings für den Ölbereich, dass wir hier so ein bisschen einen wichtigen Indikatorwechsel sozusagen der vergangenen Woche gesehen haben. Die Terminkurve hatte bislang hier ein Contango angezeigt, also die weiter entfernt liegenden Kontrakte notieren höher als die kürzer laufenden und insbesondere der aktuelle. Und da gab es hier einen Shift in die sogenannte Backwardation. Und das signalisiert eine gewisse Sorge vor einer Verknappung des Rohstoffs und ist häufig ein erster Hinweis dafür, dass es zu einer Trendwende auch bei den Preisen kommen könnte. Öl ist ja hier an einer wichtigen Unterstützung vor kurzem erneut angelangt und insofern ist das Ganze natürlich schon mit einem wachen Auge hier zu verfolgen, ob es möglicherweise da tatsächlich dann weitere Entwicklungen in Richtung einer Bodenbildung geben könnte. Rein von der saisonalen Seite ist zwar eine gewisse Unterstützung da, aber so richtig Schwung kommt hier erst so gegen Ende des Jahres, insbesondere ab Dezember. Insofern ist da noch nicht alles im grünen Bereich und preislich
Sowieso nicht, aber von der Sentiment-Seite sind wir auch schon ziemlich weit unten. Also es könnte durchaus hier auch ohne stützende Saisonalität möglicherweise interessante Entwicklungen geben. Ja, wenn wir uns die Sektoren-Performance global anschauen, dann sehen wir hier tatsächlich alle Aktienmarktsektoren auf Wochensicht im Minus. Ja, besondere Schwäche hier Healthcare und Rohstoff sowie Industriewerte und auch der Technologiesektor, der ja als besonders zinssensibel gilt. Also hier ist noch anzumerken, ja, diese Korrelation ist nicht immer hundertprozentig. Es gibt Phasen, da koppeln sich die Technologiewerte von der Zinsentwicklung eine Weile ab und dann ist die Korrelation wieder dann irgendwann da und zuletzt gab es eine Abkopplung, also wir hatten da ansteigende Anleiherenditen und einen steigenden Technologiesektor und ja, da könnte sich vielleicht hier mit Blick auf das eben gezeigte Kaufsignal in den Anleiherenditen eine gewisse Verschlechterung der Grundbedingungen für eben die zinssensiblen Sektoren und den ja, Technologiesektor, der ja auch als, sagen wir mal, etwas überbewertet gilt, dann entsprechend hier ergeben. Ja, das haben wir hier schon gesehen. Anzumerken noch mit Blick auf die invertierte Zinsstrukturkurve. Hier ein Chart der Differenz zwischen 10-jährigen und 2-jährigen US-Staatsanleihen-Renditen. Wir haben hier eine Inversion gesehen im Tief, die also zuletzt Anfang der 80er Jahre zu beobachten war. Und was man jetzt hier anmerken kann, ist, dass dieses Tief hier noch einmal getestet wurde und hiervon ausgehend in der vergangenen Woche hier eine kräftige Gegenbewegung zustande kam. Also eine invertierte Zinsstrukturkurve nochmal zur Erinnerung gilt als ja, vorlaufender Indikator für eine ja, Eintrübung des Wirtschaftswachstums beziehungsweise einer Inversion. Und viele erachten darin auch den ja, zuverlässigsten Indikator eben für eine hereinkommende Rezession. Das Problem ist natürlich, dass da der Timelag sehr unterschiedlich ist. Also das kann durchaus schwanken zwischen wenigen Monaten und etwa 18 Monaten, bevor dann tatsächlich nach einer Inversion eben eine Rezession startet. Das Interessante ist aber, dass solange hier die Invertierung vorliegt, in der Regel hier noch keine Rezession startet, sondern erst wenn die Inversion eben abgebaut wird, beziehungsweise die Renditekurve wieder positiv über der Nulllinie liegt, dann kommt das Ungemach und dann ist das Ganze natürlich auch üblicherweise sehr negativ für den Aktienmarkt. Und was wir jetzt hier sehen, ist eben die mögliche Ausbildung eines Doppelbodens in diesem Chart der Zinsstrukturkurve. Ja, also das gilt es hier genau zu beobachten. Ich würde hier jetzt einen Anstieg über diese Widerstandsregion hier bei minus 0,4 dann als Bodenbildung werten, die dann abgeschlossen wäre. Und da würden dann aus meiner Sicht schon die Alarmglocken läuten, dass es eben hier demnächst eben in eine Rezession laufen könnte. Und ja, hier eben in der vergangenen Woche eine entsprechend interessante Entwicklung. Das ist viel weiter invertiert, also unter die letzten Tiefs, ja, ist natürlich alles möglich, aber eben mit Blick auf die Historie eher unwahrscheinlich, weil wir eben schon im Rekordbereich hier negativ sind.
Ja, wenn wir uns einen kurzen Blick hier auf die Anlegerstimmung bezogen auf den deutschen Aktienmarkt hier vergegenwärtigen, dann sehen wir hier mit den Daten von Animus X, das graue hier unterlegt ist der DAX und das rote ist der Indikator, der eben die Anlegerstimmung abgebildet. Und ja, was wir hier sehen können, ist, dass die Anlegerstimmung hier mit dem Einbruch beim DAX auch sehr heftig zurückgekommen ist und ja auf einem Jahrestief notiert. Also wenn man hier unterstellt, dass dieser übergeordnete Aufwärtstrend vom Tief Ende September intakt bleibt, dann wäre das jetzt hier ein Niveau, was also ausreichen würde, um ein Tief hier demnächst dann ja fest zu nageln. Aber ja, wenn wir jetzt natürlich hier von einer Top-Bildung ausgehen würden und nachfolgend einem Bruch, dann kann es durchaus noch deutlich tiefer laufen, wie wir es hier eben beispielsweise vor dem Tief Ende September gesehen haben. In jedem Fall lässt sich an der Stelle sagen, dass das Sentiment jetzt hier kein Belastungsfaktor mehr darstellt, sondern ja, demnächst eine Stütze liefern könnte, nachdem eben im Vorfeld hier eine ausgeprägte negative Divergenz im Euphoriebereich sich entwickelt hatte, was häufig dann eben auf eine deutliche Abwärtskorrektur oder Trendwende hinweist. Also hier eine gewisse Entspannung von der Sentimentseite, aber natürlich noch nicht ausreichend, um hier allein aufgrund dieses Indikators von einer unmittelbaren Trendwende auszugehen. Ja, blicken wir auch auf die Trading-Termine in der laufenden Woche. Wir haben heute den Sentex Konjunkturindex um 10.30 Uhr und der hat ja schon frühzeitig auf eine Eintrübung hingewiesen, die dann auch vom IFO-Index zuletzt bestätigt wurde. Wir bekommen dann am Dienstag als dritten weiteren wichtigen konjunkturellen Frühindikator den ZEW-Index dann für den Juli herein und am Mittwoch wahrscheinlich die das wichtigste Datum aus Anlegersicht, die US-Verbraucherpreise für den Juni. Wir haben ansonsten praktisch keine für die US-Notenbank relevanten Veröffentlichungen mehr bis zur nächsten Zinssitzung. Da wird ganz überwiegend damit gerechnet, dass die US-Notenbank noch einmal die Zinsen anheben wird. Ja, dann haben wir am Donnerstag die Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA, die Handelsbilanz aus China am Donnerstag, sicherlich auch für den deutschen Aktienmarkt von größerer Relevanz. Hier rechnen einige Volkswirte damit, dass die, ja, die Importe deutlich zurückgegangen sind und ja, also die chinesischen Konjunkturdaten ja schon seit längerem sehr enttäuschend und negativ. Und ja, hier warten die Anleger darauf, dass die Notenbank deutlicher reagieren wird und die Fiskalpolitik und dann hier einiges an nennenswerten Stimulis dann in den Markt kommen, die dann hier eine Trendwende auch vielleicht am Aktienmarkt herbeiführen können. Aber noch ist das hier nicht absehbar. Ja, am Donnerstag, am Freitag dann die Verbraucherstimmungsdaten von der University of Michigan, auch mit den Inflationserwartungen der Verbraucher. Ja, und wenn wir uns die Unternehmenstermine anschauen, dann startet in dieser Woche quasi inoffiziell die Berichtssaison in den USA. Die Quartalsberichterstattung mit den Großbanken am Freitag, JP Morgan Chase, Wells Fargo und Citigroup, ganz klar, dann im Fokus. Und ja, also prickelnd wird die
Berichtssaison voraussichtlich nicht ausfallen. Wir haben auch die letzten beiden Berichtssaisonen hier mit Blick auf die Vorjahresveränderung praktisch in einer, ja, in eine Earnings Recession, also mit rücklaufenden Unternehmensgewinnen gesehen. Ja, dann gehen wir in die technische Analyse und hier haben wir dann den DAX im Wochenchart und jo, wir haben in der vergangenen Woche hier im Rahmen des noch intakten Aufwärtstrends vom September-Tief, nachdem wir hier auf Widerstand im Umfeld des alten Rekordhochs getroffen sind und nur marginal dieses Hoch überbieten konnten, haben wir in der vergangenen Woche hier eine technische Eintrübung ganz klar gesehen im mittelfristigen Zeitfenster. Wir hatten ja schon im Vorfeld ein Warnsignal, beispielsweise hier im MACD-Indikator. Der hatte aus einer bärischen Divergenz heraus ein negatives Crossing hier gezeigt. Also obwohl wir hier noch in einer Range waren, bereits ein Verkaufssignal und eben aus einer solchen negativen Divergenz. Das war schon ein relevantes Warnsignal und mit dem Rutsch in der vergangenen Woche wurde dieses Warnsignal quasi bestätigt. Wir sind hier unter dieses Tief der Trading Range bei 15.629 Punkte gerutscht. Wie man hier zumindest mit Blick auf den Wochenchart sagen kann, ist diese Verletzung allerdings noch nicht nachhaltig, sodass rein theoretisch noch die Möglichkeit besteht, dass sich das Ganze als Bärenfalle entpuppt, dass also ein Fehlausbruch war. Dazu müssten wir hier dann dynamisch demnächst wieder in die Range eintauchen. Und ja, ansonsten droht hier ein größerer Abverkauf, möglicherweise in Richtung 40-Wochen-Linie, entspräche etwa der 200-Tage-Linie, aktuell knapp über 15.000 Punkten. Das wäre hier mit Blick auf diesen übergeordneten Trend noch kein Beinbruch. Aber man muss natürlich im Hinterkopf behalten, wir haben auch von der Saisonalität jetzt nur noch relativ kurzfristigen Rückenwind, genau genommen diese Woche noch. Und dann haben wir bis Ende September eine ausgeprägte Schwächeperiode. Ob hier dann ein Durchmarsch nach oben gelingen könnte, ist doch einigermaßen zweifelhaft. Ja, schauen wir uns den Tageschart an. Dann sehen wir hier, also es ist theoretisch noch denkbar, dass diese Abwärtssequenz vom Rekordhoch hier bei 16.427 Punkten eine ABC-Korrektur darstellt, die hier in dem Dunstkreis dieser Rückkehrlinie, dieses Abwärtstrendkanals beendet werden könnte. Man kann auch hier das klassische ABC-Kursziel, nämlich die 100%-Projektion hier ansiedeln und entsprechend kommt man zu einem klassischen Unterstützungs- und Zielcluster eben für dieses ABC-Szenario. Sollten wir hier aber nachhaltig weiter abwärts rutschen, dann würde hier insbesondere, also zunächst einmal diese Kurslücke bei 15.342 Punkten, dann hier eben die 161%, 161,8% Projektion dieser ersten Abwärtswelle bei 15.055 Punkten ins Spiel kommen und wie man sehen kann, darunter kommt eben insbesondere die steigende 200-Tage-Linie ins Spiel und könnte hier ein durchaus plausibles Abwärtsziel für diese Abwärtskorrektur dann darstellen, falls eben dieser aktuelle Support signifikant unterschritten wird und wir nicht hier klare Signale in Richtung einer, ja, einer Rallye im Sinne also eines Fehlausbruchs dann unter diese kritische Unterstützungszone, die wir hier bei 15.629 Punkten haben. Und man kann hier auch noch diese potenzielle Nackenlinie einer Kopfschulter ansiedeln, etwas darüber. Man muss natürlich sagen, das ist keine optimale Kopfschulter, insofern ja unter Vorbehalt. Aber diese Trendlinie könnte ja eben dann
im Zweifelsfall dann doch eine Rolle spielen. Das bleibt zu beobachten. Wir brauchen hier also nicht nur einen dynamischen Anstieg wieder über die 15.629, sondern über die 100-Tage-Linie, diese potenzielle Nackenlinie. Dann haben wir die Möglichkeit, dass das Ganze sich hier nicht nur als Pullback darstellt, falls es also jetzt weiter hochläuft, sondern wir müssen eben drüber laufen, damit wir hier von einem Fehlausbruch sprechen können und eine kräftigere Rallye sehen. Das Problem ist, wir haben hier gestaffelte Widerstände und insbesondere diese kritische Widerstandszone bei 15.901 bis 16.024 Punkten. Da müssten wir per Tagesschluss drüber ansteigen, damit hier ein erstes prozyklisches Indiz dafür geschaffen wird, dass diese Korrekturphase tatsächlich schon abgeschlossen sein könnte und die Kurse hier dann weiter anziehen. Und dann brauchen wir natürlich hier einen Bruch der korrektiven Abwärtstrendlinie, die aktuell rund bei 16.100 Punkte verläuft, und nachfolgend ein Anstieg über das Reaktionshoch bei 16.209 Punkten. Dann kann man sagen, wir haben hier eine abgeschlossene ABC-Korrektur mit mindestens der Chance, hier das Rekordhoch nochmal zu sehen und vielleicht dann auch noch drüber hinaus zu laufen. Aber wie gesagt, rein von der Saisonalität her muss man hier weitere Abschläge befürchten, und eben solange hier diese Umkehr nicht wieder wettgemacht wird, bleiben die Bären im Vorteil, auch wenn wir hier eine kurzfristige Erholungsrallye sehen. Und dann wäre das natürlich eine entsprechende Erholungsbewegung, wäre natürlich dann erwägenswert für die antizyklische Einnahme von Short-Positionen eben in Richtung zunächst einmal eben der Kurslücke hier bei 15.342 und nachfolgend eventuell in Richtung der genannten 200-Tage-Linie, die wir nun schon länger nicht mehr besucht haben. Ja, schauen wir uns den Dow Jones Index an, und hier sehen wir ja zwar immer noch die Option, dass wir hier eine inverse Kopf-Schulter-Fortsetzungsformation ausbilden, also eine quasi eine Seitwärtskorrektur nach diesem dynamischen Anstieg, was auf deutliches weiteres Anschlusspotenzial hinweisen würde. Aber nach wie vor brauchen wir hier einen Anstieg über diese breite Widerstandszone, insbesondere über die 34.712, um hier eine Bestätigung zu erhalten, dann mit deutlichem Potenzial in Richtung Rekordhoch bei 36.953 Punkten. Das bleibt abzuwarten. Man könnte natürlich hier überlegen, antizyklisch mit Blick auf das durchaus attraktive Chance-Risikoprofil jetzt hier in diesem Bereich auf dieses eben Szenario zu setzen, das zu antizipieren. Und falls die Kurse hier an diesem Widerstandsbereich, den wir jetzt praktisch erreicht haben, mit den Freitagsabgaben, also das untere Ende der Range, das 38,2% Fibonacci Retracement und die, Entschuldigung, das ist hier das 50% Retracement, ja, und die 50-Tage-Linie sowie das untere Bollinger Band, das bildet also ein sehr wichtiges Unterstützungscluster, und entsprechend würde das natürlich für das bullische Szenario einen engen Stop-Loss ermöglichen. Also hier könnte ich mir gut vorstellen, dass viele kurzfristig agierende Trader einen Einstieg versuchen würden und das Ganze dann hier mit einem engen Stop-Loss begleiten würden. Denn wenn wir hier drunter rutschen, dann droht hier noch zumindest mal eine Ausdehnung dieser Korrekturbewegung in Richtung etwa 33.370, 33.400 bis eventuell hier auch bis zur steigenden Trendlinie hier aktuell derzeit bei 33.230 Punkten etwa. Ja, und dann bliebe erstmal abzuwarten, ob sich hier Umkehrsignale ergeben, entweder auf Tagesbasis oder im Intraday-Bereich. Was man sagen kann, eine mittelfristige
Eintrübung der charttechnischen Ausgangslage, die hätten wir erst, wenn diese massive Unterstützungszone, die also von dem Tief hier bei 32.587 Punkten bis etwa zur 200-Tage-Linie reicht, und die befindet sich derzeit bei 32.976 Punkten. Also diese Zone wäre dann natürlich auch nochmal interessant mit Blick auf ein antizyklisches Long-Engagement. Sollten wir hier tatsächlich nachhaltig drunter rutschen, dann wäre ein neuerlicher Test hier des Oktober-Tiefs, Entschuldigung, des März-Tiefs hier zunächst einmal zu favorisieren. Und an der Stelle würde ich dann allerdings auch nur in Kurserholungen dann entsprechend mit Blick auf das Chancen-Risikoprofil dann auf die entsprechende Abarbeitung des März-Tiefs spekulieren. Ja, mit Blick auf die Oberseite, wie gesagt, wenn wir hier einen Bounce sehen, könnte es hier kurzfristig im Bereich der 20-Tage-Linie bei etwa 34.000 Punkten oder im Bereich hier eben der Nackenlinie und der Kurslücke bei etwa 34.200, 34.227 Punkten zu Gewinnmitnahmen kommen. Also sollte man hier auf die Idee kommen, antizyklisch eine Long-Position zu eröffnen, wären diese Bereiche, diese Widerstandsthemen, Bereiche, wo man durchaus überlegen sollte, die Stops dann engmaschig nachzuziehen, vielleicht Teilgewinne zu realisieren. Jedenfalls sollte die Position, wenn sie dann im Plus ist, eben nicht mehr in den Verlust laufen. Das sollte man tunlichst vermeiden, denn erst, wie gesagt, mit einem Anstieg über 34.712 hat man hier ein verlässlicheres Signal für deutlicheres Aufwärtspotenzial. Ja, schauen wir uns den Nasdaq 100 an. Und hier sehen wir, der Index wird hier weiter an diesem Widerstandsbereich und Zielbereich gedeckelt. Wir haben hier also eine wichtige Hürde erreicht, die sich bis 15.411 Punkte erstreckt. Knapp darunter haben wir noch ein wichtigeres Bündel, eben ein Fibonacci-Zielbündel, wo es hier jetzt bereits zweimal zu einem Abpraller kam. Also der Markt respektiert diesen antizipierten Fibonacci-Zielbereich und hier finden Gewinnmitnahmen statt, und diese Gewinnmitnahmen könnten sich natürlich ausdehnen. Wir sehen hier im MACD-Indikator beispielsweise schon ein Verkaufssignal, im RSI-Indikator auch eine negative Divergenz, also die Schwungkraft lässt nach und damit steigt natürlich das Risiko, dass hier aus dieser noch Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur wird. Da würde ich unterstellen wollen, dass sich das möglicherweise heute entscheidet. Also wenn wir hier diese Unterstützungsregion signifikant, also per Tagesschluss unterschreiten würden, die 20-Tage-Linie und diese Kurslücke, die hier am Donnerstag bereits getestet wurde, also unter 14.955, 14.987 Punkten, da müsste man unterstellen, dass es dynamisch abwärts gehen könnte, also aus der Konsolidierung eine kräftigere Abwärtskorrektur wird, mit nächstem Zielbereich 14.687 Punkten und möglicherweise hier dann noch deutlicheres Abwärtspotenzial in Richtung dieser beschleunigten Aufwärtstrendlinie, aktuell etwa bei 14.400 Punkten. Also wir haben hier auch von der Saisonalität und der Zyklik eigentlich noch Rückenwind in dieser Woche. Also sollte hier diese Unterstützung halten heute Morgen, und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier diese Widerstandszone nochmal ausloten. Aber ja, ab Beginn der kommenden Woche haben wir, das habe ich ja in der vergangenen Woche schon beim letzten Webinar gezeigt, zyklisch und saisonal ganz deutlichen Gegenwind und eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass es auf Sicht der folgenden Wochen zu einem deutlicheren Rücksetzer kommen
könnte. Ja, schauen wir uns dann vielleicht als nächstes gleich mal den Ölpreis an. Hier Brentöl, also die Nordseesorte. Ja, und wir sehen hier eben in den vergangenen Handelstagen hier einen Anstieg, einen deutlichen Anstieg, aber charttechnisch ist hier noch nicht viel passiert. Wir sind hier in einer kritischen Widerstandsregion, also die obere Begrenzung der mehrwöchigen Trading Range und die fallende 100-Tage-Linie wurden jetzt erreicht und werden aktuell getestet. Sollten wir hier drüber ansteigen, dann würde ich hier eine durchaus zügige Bewegung in Richtung zunächst diesem Reaktionshoch hier 80 Dollar 66 und dann in Richtung 200-Tage-Linie 82 Dollar 82 und hier dieses Reaktionstief bei 83,89 wären die nächsten Ziele, die dann eben vermutlich schnell angesteuert werden könnten. Dann wird die Luft aber schon wieder dünner. Dann kommt die mittelfristig kritische Widerstandszone ins Spiel und ja, das bleibt abzuwarten, ob das wirklich dann in einem Rutsch auch herausgenommen werden könnte. Ich vermute eher nicht. Bodenbildung im Rohstoffbereich benötigen meistens Zeit, während Topbildungen sehr häufig hier V-förmig ablaufen, wie eben geschehen zu Beginn dieser ausgeprägten Korrekturphase. Ja, wenn man jetzt das Ganze ganz kurzfristig betrachtet und überlegt, diesen möglichen Ausbruch zu antizipieren, dann wäre aus meiner Sicht hier eine gewisse Gelegenheit, falls es in den kommenden Handelstagen hier nochmal zum Rücksetzer käme in Richtung 50-Tage-Linie, 20-Tage-Linie, also etwa knapp über 75 US-Dollar. Da könnte man überlegen, wenn man hier insbesondere im Intraday-Bereich Stabilisierungsanzeichen sieht, da einen engen Stop-Loss natürlich hier dann zu implementieren und dann darauf zu hoffen, dass hier der Ausbruch kommt. Aber das wäre, wie gesagt, Prinzip Hoffnung. Kurzfristig könnte ich mir aber vorstellen, dass hier im Intraday-Bereich da antizyklische Opportunitäten entstehen und dann kann man natürlich basierend auf dem Intraday-Chart den Stop entsprechend auch nachziehen, falls es also hier in Richtung des Hochs nochmal hochläuft, sodass man auch, falls die Kurse erneut hier scheitern sollten, dann zumindest kein Minus macht, sondern hier vielleicht auch Teilgewinne mitnehmen kann, ungeachtet dessen, ob der Ausbruch letztlich gelingt. Ansonsten rutschen wir signifikant drunter, auch insbesondere unter das letzte Reaktionstief bei 74,92 Dollar. Dann wäre hier noch einmal ein Rutsch an diese mehrfach getestete Unterstützungsregion bei etwa 71,60 Dollar dann zu favorisieren. Ja, blicken wir jetzt auf den Goldpreis also den Spot-Goldpreis und hier sehen wir, ja, wir sind hier über diese korrektive Abwärtstrendlinie seitwärts rausgelaufen. Also hier hat sich hieraus allein kein Signal ergeben, aber wir sehen hier einen Stabilisierungsversuch im Rahmen der übergeordneten Korrekturphase vom Rekordhoch. Also bislang läuft dieser Abschwung relativ schwunglos ab, also das gefährdet hier derzeit noch nicht den übergeordneten Aufwärtstrend. Wir haben hier ja von der Saisonalität kann man sagen durchaus eine unterstützende Situation. Auch die Sentimentdaten, die wären durchaus geeignet dafür, hier einen Boden einzuzimmern. Preislich muss man halt hier noch eine Bestätigung abwarten. Also wir sehen ja auch im Indikator, im MACD-Indikator aktuell ein Kaufsignal. Aber wie gesagt, der Abwärtstrend, der korrektive Abwärtstrend ist noch intakt. Insofern hat man hier weiterhin das Problem, dass auf der Oberseite gestaffelte Widerstände liegen, insbesondere dann auch die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 Tage, 50 Tage,
würden, falls es gelingt, hier über die 1937,20 Dollar anzusteigen, würden hier potenzielle Hürden darstellen. Und insofern kann man aus meiner Sicht hier erst einigermaßen zuversichtlich sein, was jetzt das Ende der Korrekturphase angeht, wenn wir hier die 1985 US-Dollar überschreiten, insbesondere per Tagesschluss im New Yorker Handel, dann dürfte hier das Rekordhoch nochmal angesteuert werden. Übergeordnet bleibt es ja dabei, dass die Aussichten nicht schlecht stehen, dass wir letzten Endes im Rahmen eines nächsten Versuches hier diese langfristig kritische Barriere bei 2079 US-Dollar rausnehmen und damit dann ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal mit nächsten Ziel zunächst einmal 2200 bis 2250 US-Dollar generieren, nachfolgend bei 2359 das nächste Extensionsziel. Deutlich höhere Kursstände wären aber aus meiner Sicht dann auch vorstellbar. Wie gesagt, von der saisonalen Seite haben wir zwar ein bisschen jetzt Rückenwind, aber vorzugsweise wäre hier die Chance auf einen nachhaltigen Ausbruch erst im Rahmen der saisonalen Unterstützung ab Dezember zu favorisieren, beziehungsweise würde den charttechnischen Optimalfall darstellen, falls wir hier an der Überwindung dieser kritischen Barriere scheitern, droht zunächst einmal nachfolgend nochmal eine weitere Ausdehnung der Korrektur und hier könnte durchaus dann auch die steigende 200-Tage-Linie angesteuert werden und eine potenzielle Umkehrregion bilden. 1869 US-Dollar aktuell, dieser wichtige Durchschnitt. Da haben wir auch noch eine bedeutende horizontale Unterstützungsregion und das 50% Retracement dieser übergeordneten Rallye-Bewegung. Ja, erst richtig bärisch würde es aus aktueller Sicht erst, wenn wir die weitere Unterstützungsregion hier bei 1739 bis 1805 US-Dollar unterschreiten würden. Ja, schauen wir uns dann noch den Bund Future an und kommen dann zu den Wunschwerten. Wir haben hier, ja, wie gesagt, ein Verkaufssignal im Bund Future und entsprechend ein Kaufsignal in den Anleiherenditen, den 10-jährigen, gesehen. Aber der Bund Future trifft hier auf eine wichtige Unterstützung. Insofern würde ich jetzt hier, wenn man die Shortseite gespielt hat, die Stops engmaschig nachziehen, kann sich natürlich hier unmittelbar fortsetzen, da die Trendindikation weiterhin bärisch ist. Aber wie gesagt, dieser Bounce, ein Bounce an diesem Support sollte eingeplant werden. Insofern, wenn Short, dann erst nach einer deutlicheren Entgegenbewegung. Die Sentimentdaten und auch die Saisonalität sind eigentlich unterstützend. Umso gewichtiger ist, dass hier der Ausbruch gen Süden erfolgte. Ja, dann Holger, hast du schon Wunschwerte reinbekommen? Ich nehme an. Ja, wir haben hier einiges an Wunschwerten. Deswegen würde ich sagen, legen wir auch direkt mit dem ersten los. Das war die B oder wäre die BASF. Ja, BASF-Aktie. Da hatten wir hier am Freitag eine ordentliche Kursrallye, wie im gesamten Chemiesektor, ohne dass es da relevante Meldungen gegeben hätte. Ja, was man sagen kann, ist, wir hatten hier eine schöne Erholungsbewegung, dann eine fehlgeschlagene inverse Kopfschulter, die Nackenlinie wurde überwunden, es kam keine Aufwärtsdynamik zustande, wir sind wieder drunter gerutscht und jetzt hat sich hier umgekehrt eine obere Kopfschulter ausgebildet. Das ist natürlich in dem Fall jetzt kein verlässliches Obersumkehrsignal, weil es hier an einem entsprechend ausgeprägten Aufwärtstrend fehlt. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen etablierten mittelfristigen Abwärtstrend und sehen hier aktuell, wenn man jetzt insbesondere hier diese bullische Kerze am Freitag und das Handelsvolumen dazu betrachtet, ja, das Potenzial, dass wir hier zumindest eine ausgeprägte Rallye sehen, möglicherweise hier in Richtung 100-Tage-Linie und 200
Tagelinie, die zusammen mit dieser korrektiven Abwärtstrendlinie ein relevantes Widerstandscluster bildet. Also ich würde hier das für möglich halten, dass wir das hier zeitnah ansteuern, aber wir müssen eben nachhaltig darüber ansteigen, also über, sagen wir, 47,63 € nachhaltig, damit sich ein größeres Kaufsignal daraus ergibt und wir möglicherweise hier nochmal in Richtung 50,92 € durchstarten könnten. Ansonsten unter 42,86 € wäre es wieder bärisch und wäre hier eine Fortsetzung des Abwärtstrends zu favorisieren, zumindest ein neuerlicher Test hier dieses Tiefs bei 41,39 €. Ja, nächster Wert bitte. Nächster wären Heidelberger Druckmaschinen. Heidelberger Druckmaschinen. Da habe ich, glaube ich, den Wert hier nicht. Da muss ich mal. Nehmen wir den in einer etwas anderen Farbe, aber macht ja nichts. Wir sehen hier, ja, hier hat man eine schöne Bodenbildung, eine sehr dynamische Rallye. Das Ganze hat sich hier aber wieder umgekehrt mit einer komplexen Kopf-Schulter-Umkehrformation. Dann haben wir hier ja den Versuch eines Ausbruchs gesehen und dann auch wiederum eine fehlgeschlagene inverse Kopf-Schulter an der Stelle mit dem Fehlausbruch. Hier dann ein Rutsch unter die Nackenlinie, dann ein Pullback. Also wir haben jetzt hier wiederum eine bislang dreiwellige Abwärtsbewegung. Übergeordneten Bild haben wir also weder eine große Bodenbildung noch jetzt verlässliche Anzeichen dafür, dass dieser mittelfristige Abwärtstrend beendet werden könnte. Also ich würde jetzt hier die Sache kurzfristig als neutral bewerten, aber die Chance auf eine Gegenbewegung im Rahmen dieses mittelfristigen Abwärtstrends ist gegeben, wenn wir hier insbesondere dieses Hoch bei 1,47 € herausnehmen würden per Tagesschluss, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier also eine Gegenbewegung auf diesen letzten Abwärtswelle sehen. An der Stelle könnte man hier mit dem Fibonacci-Tool arbeiten und dann wären hier so im Bereich 1,53 €, 1,55 € wäre so eine erste Erholungszielzone. Darüber könnte man sich vorstellen, dass sich das Ganze noch ein bisschen ausdehnt in Richtung 1,60 bis etwa 1,63 €. Ja, wie gesagt, für das übergeordnete Chartbild müsste man hier erstmal abwarten, dass wir hier diesen Abwärtstrend brechen oder eine größere Umkehrformation hier ausbilden. Ansonsten rutschen wir jetzt hier signifikant auf ein neues Tief per Tagesschluss. Muss man einplanen, dass hier das Tief von Ende September nochmal angesteuert wird. Nächster Wert bitte. Als nächstes haben wir Starbucks. Ja, Starbucks. Okay. So. Also, ja, Starbucks, da würde ich sagen, machen wir das Ganze mal ein bisschen übersichtlicher und nehmen die Indikatoren hier raus. Also die Starbucks-Aktie, die, ich zeige das mal hier im Wochenchart für das größere Bild. Also ja, wir haben hier auch eine Kopf-Schulter gesehen, einen Abverkauf und dann eine Erholungsrallye, eine sehr ausgeprägte Erholungsrallye, die man hier durchaus auch als fünfwellig zählen könnte unter Elliott-Wellen Aspekten, also ein Impuls darstellt und aktuell die Korrektur dieses Impulses. Gehen wir mal in den Tageschart. Da sehen wir hier, ja, die noch steigende 200-Tage-Linie wurde hier zuletzt nach dieser Konsolidierung signifikant unterschritten. Also hier droht eine Eintrübung des mittelfristigen bis übergeordneten Chartbildes, also sprich eben diese Korrektur dieses Aufwärtsimpulses. Und ja, legen wir mal die Retracements an, dann kann man hier mögliche Auffang
Bereiche ausmachen. Und wir sehen hier schön, dass das 38,2% Retracement für die Aktie eine Rolle spielte. Und das Ganze wurde eben am Donnerstag unterschritten. Ja, insofern muss man perspektivisch damit rechnen, dass diese Kurslücke hier bei 92,60 Dollar etwa und das 50% Retracement bei, Entschuldigung, habe ich 62 gesagt? Nein, 92,60 Dollar und das 50% Retracement bei 91,94 Dollar angesteuert werden könnten. Darunter würde sich die Sache weiter eintrüben mit der Möglichkeit, dass es hier in Richtung etwa, ja, sagen wir 82 bis 86 US-Dollar weiter nach unten geht, dass also das bärische Szenario, falls dieser Support-Bereich der Kurslücke und des 50% Retracements nicht hält. Auf der Oberseite lässt sich sagen, wir müssten jetzt hier eine dynamische Rallye sehen, bei der diese gestaffelten Widerstandsthemen, also dieser horizontale Widerstand bei 97,50 Dollar, die 20-Tage-Linie, 200-Tage-Linie, 50-Tage-Linie, 100-Tage-Linie rausgenommen werden per Tagesschluss, dann erst könnte man hier ein wenig Hoffnung schöpfen, dass diese Korrekturbewegung bereits abgeschlossen ist. Solange das also nicht der Fall ist, muss man im Zweifel eben von weiterer Kursschwäche und einer Bodenbildung auf niedrigerem Niveau ausgehen. Ja, nächster Wert bitte. Ja, wir hatten einen ganz, ganz alten Wert. Hattest du es geschafft, den vorzubereiten? Den Ah, CO2-Preis. die CO2-Geschichte. Einen kleinen Moment, da muss ich mal schauen, ob ich das hier finden kann. Das müsste aber möglich sein. Das war hier. Genau. Schauen, ob ich das hier rüberziehen kann. Jawohl, also da haben wir den Chart. Und gucken, was ist das hier? Okay, jawohl, also das sind hier die Verschmutzungsrechte, CO2-Emissionen im Future, Dezember-Kontrakt. Ja, wir sehen hier, das ist hier 6 Monate, machen wir mal ein Jahresdarstellung. Also wir sehen hier letzten Endes eine nicht so dynamische Entwicklung. Ich gehe mal vielleicht noch ein bisschen längerfristiger, da sieht man das besser. Wir hatten hier den dynamischen Aufwärtsimpuls ausgehend vom Märztief 2020 und seither übergeordnet eine Seitwärtskorrektur, also sagen wir seit Januar, Februar 2022 eine übergeordnete Seitwärtskorrekturphase. Natürlich mit der Chance, dass sich das ganze Trendbestätigen nach oben auflöst. Aber dieses übergeordnete Anschlusskaufsignal, das hätten wir eben erst, wenn es dann auf neue Hochs nachhaltig ausbricht. Ansonsten kann sich hier diese Seitwärtskorrektur noch ausdehnen. Wenn wir jetzt das mittelfristige Chartbild anschauen, haben wir hier eine wenig schwungvolle Rallye, eine ebenfalls wenig schwungvolle Abwärtsbewegung, aber der Abwärtstrend, der entsprechende hier, kann man sagen, ist noch intakt. Wir haben hier versucht, diese Abwärtstrendlinie auszunehmen. Es kam hier zu diesem Fehlausbruch, aber umgekehrt, die Aufwärtstrendlinie ist hier auch noch intakt, sodass ich hier eine neutrale Ausgangslage annehmen würde und ein Kaufsignal für das mittelfristige oder sagen wir das kurz- bis mittelfristige Chartbild, wenn wir die 96 Dollar überschreiten würden per Tagesschluss, dann die Chance eben hier in Richtung 100 und möglicherweise auch noch darüber hinaus zu laufen. Das bleibt aber eben abzuwarten. Mit diesem letzten Fehlausbruch ist die Wahrscheinlichkeit nicht unerheblich, dass wir hier diese untere Begrenzungslinie ansteuern. Die wäre hier aktuell etwa bei ja, 79,70 Dollar. Wenn wir hier dann Stabilisierungsanzeichen
sehen würden oder spätestens hier im Bereich des Tiefs, das sich bei 78 Dollar befindet, dann wäre das an der Stelle dann eine Möglichkeit, antizyklisch auf der Long-Seite aktiv zu werden und dann hier möglicherweise etwa unter, also wenn man eher kurzfristig orientiert ist, dann knapp drunter, also sagen wir mal unter 76,50 Dollar oder unterhalb von 73,50 einen Stop-Loss zu platzieren, denn ansonsten könnte es hier durchaus eben nochmal in Richtung dieser unteren Range-Begrenzung bei etwa 68 US-Dollar hinlaufen. Ja, das so, nächster Wert, Race, kannte ich bisher noch nicht, aber... Race, also RACE oder... Ja. Kannte ich auch noch nicht, also schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Race, sehe ich hier den... Also da habe ich, glaube ich, noch einen CFD-Kurs von Race UN, was auch immer das sein mag. Uni Global, ne. Ich kann mal kurz auf dem anderen schauen. Ja, das ist Ferrari, der New York Stock Exchange offensichtlich. Okay. Schauen wir uns das dann doch vielleicht auch in dem eben gezeigten Format an. Schauen wir mal hier. Also nehmen wir gleich hier diese Chart-Software. Also hier sehen wir einen intakten Aufwärtstrend. Nehmen wir das hier mal raus. Und ein übergeordnetes Bild, ja. Also hier sehen wir die Bestätigung dieses übergeordneten Aufwärtstrends, allerdings hier auch schon eine deutliche Ausdehnung der Rallye-Bewegung hier am Wochenchart, ein Umkehrmuster. Das Ganze ist hier ein Dark Cloud Cover Muster und signalisiert eine mögliche ausgeprägtere Konsolidierung oder Korrektur im Aufwärtstrend. Also das sollte man hier einplanen. Wenn wir uns dann den, nehmen wir das mal aus, den Tageschart anschauen, sehen wir hier auch einen bärischen Doji, zwei bärische Doji, um genau zu sein, und dann hier so eine obere Umkehr. Also hier wird auch nochmal eine Korrektur oder Seitwärtskonsolidierung im übergeordneten Kontext hier signalisiert. Also ich würde damit rechnen, dass es hier kurz- bis mittelfristig noch ein bisschen abwärts gehen könnte. Ja, vom mittelfristigen Kontext wäre hier der Bereich um die 300 Dollar eine interessante Auffangregion. Darunter müsste man hier in Richtung etwa 282 bis 293 US-Dollar als mögliches Korrekturziel rechnen. Ansonsten braucht es einen Tagesschluss über dem Hoch oder am besten einen Wochenschluss darüber. Dann hätte man eine prozyklische Bestätigung des Aufwärtstrends, aber mit Blick auf die Steilheit des Trends muss ich sagen, ein eher ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Dann BYD. Da habe ich wahrscheinlich, ja gut, also nehme ich den Frankfurter Chart, also in Euro an der Stelle, mangels Originalbörse, sonst müsste ich wieder eine andere Chartsoftware bemühen und es würde ein bisschen Zeit kosten, aber ich denke, mit dem Frankfurter, also mit dem Euro-Kurs sind wir auch ganz gut bedient. Also wir sehen hier eine Korrekturphase und eine Korrektur dieser Korrektur. Das Ganze ist bislang hier noch nicht so schwungvoll, aber ja, man kann hier so im Bereich dieser Kurslücke einen Angebotsüberhang ausmachen, also einen Widerstandsbereich.
Da wir hier allerdings mit dem letzten Kursschub eine gewisse Dynamisierung gesehen haben, im Verhältnis zum ersten Kursschub halte ich schon für möglich, dass hier dann noch Aufwärtspotenzial besteht. Da müssten wir jetzt hier eben diese aktuelle Hürde rausnehmen. Also sagen wir, über die 32 Euro nachhaltig ansteigen, dann könnte ich mir vorstellen, dass hier mehr Potenzial mittelfristig entsteht. Ja, vielleicht hier dann so in Richtung zunächst einmal 36 bis 37, 38 Euro. Ansonsten, falls hier nicht zeitnah ein Ausbruch auf der Oberseite gelingt, sondern wir unter dieses Reaktionstief rutschen, 28,76 € etwa, dann wäre zu favorisieren, dass wir eine zweite Abwärtswelle sehen. Eine wäre dann immer noch als ABC-Korrektur zu werten, was jetzt also diesen übergeordneten Aufwärtstrend nicht in Frage stellt. Und dann könnte man vielleicht im Bereich der 100-Tage-Linie aktuell etwa bei 27,67 € oder hier im Bereich der 200-Tage-Linie bei 26,49 € aktiv werden, da dann mit einem Stop-Loss vielleicht unterhalb dieses Konsolidierungsniveaus bei 25,10 € etwa. Ja, das wäre es von meiner Seite. Wir sind mit der Zeit schon durch. Ich weiß nicht, Holger, falls du noch einen Wert Ja, hast. auch wir haben einige Werte noch. Machen wir noch einen einzigen Okay. von demjenigen, der jetzt auch noch online ist, und zwar SMA Solar. Ja, gut. Dann machen wir noch die SMA Solar und ja, machen wir es an der Stelle. Nochmal einen sauberen Chart. Ja, SMA Solar ist in hat durch relative und natürlich auch absolute Stärke geglänzt in den vergangenen Monaten. Also hier einer der stärksten Werte tatsächlich am deutschen Aktien. Markt mit einem neuen, ja, Mehrjahreshoch, war sogar ein neues Allzeithoch, bin ich nicht ganz sicher, könnte knapp sein, aber ganz klar hier ein intakter und dynamischer Aufwärtstrend. Dieser letzte Ausbruch hat sich allerdings als Bullenfalle entpuppt. An der Stelle hatten wir auch ein sogenanntes Dark Cloud Cover Umkehrmuster und seither läuft hier diese Korrekturphase. Jetzt bleibt es abzuwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eine Trading Range, eine ausgeprägte Seitwärtskorrektur sehen. Wie gesagt, das übergeordnete Chartbild bleibt hier bullisch. Also da kann man könnte man jetzt für das mittel- bis langfristige Zeitfenster eine kritische Unterstützungszone hier in dem Bereich festmachen, also solange wir hier nicht drunter rutschen unter diesen Support bei aktuell 76, 99 bis etwa 83, 90, bleibt es übergeordnet konstruktiv und kann man hier ja Dips kaufen mit einem Stop-Loss eben unterhalb dieser Zone. Ansonsten bleibt abzuwarten, welche Form sich das Ganze dann hier weiterentwickelt, ob man dann daraus irgendwelche Schlüsse ziehen kann, was Kursziele angeht, etc. Ansonsten kann man nur sagen, dass jetzt mit einem Tagesschluss auf neuem Hoch dann der übergeordnete Aufwärtstrend natürlich bestätigt würde. Dann könnte man hier beispielsweise, vorausgesetzt, es gibt kein neues Tief hier im Rahmen dieses aktuellen Rücksetzers, könnte man hier in Richtung etwa zunächst einmal 119, 122 € rechnen als nächstes Kursziel und darüber etwa in Richtung 129 €. Ja, Super, gut. vielen Dank. Das Ich würde sagen, da wäre. schließen wir es auch ab. Wir sind auch wirklich sehr weit über die Zeit. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie dabei waren und freue mich schon auf nächste Woche zu Märkte im Fokus. Bis dann. Ciao, Ralf. Tschüss. Ciao, ciao.